Hat nicht ganz so funktioniert, wie sie das vorgestellt hatte. Aber egal, wir haben die Mission abgeschlossen. Läuft! Und die Alte haben wir auch gerettet. So, by the way. So. Dann holen wir uns mal meine Mitstreiter hier. Schauen wir mal, was ist denn hier jetzt in der Nähe? Oh, da haben wir eine Mission, die nehmen wir gleich an. Sequenz 5, Forschung und Entwicklung. Da sind wir dabei, das ist links. Oh, da haben wir die Kutsche hier ausleihen. Dankeschön, der Herr, dass Sie sie mir leihen. Du folgst mir. So, da vorne sind wir auch schon. So, die nehmen wir mit, weil vielleicht brauchen wir die. Das ist eine fahrende Mission, oder was? Gut. Muss man jetzt schnell sein. Runter da. Ja. Ich soll da rein, oder wie muss ich das verstehen? Jo. Also, Forschung und Entwicklung. Jacob braucht erneut Miss Edaway, um den Angriff auf Millers fortzusetzen. Das sind wir dabei. Mr. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab. Und der Mann ist am Boden. Zerstört. Hm. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Aber Siggy! Miss Attaway. Aber am Anfang winseln, nicht umbringen, ne? So, wo soll man denn hin? Keinen einzigen Polizisten des Konvois töten. Oh, nö, das ist wieder so eine Dödelmission, Leute. Ich hab's ja nicht so mit Bullen nicht töten, weil die sind einfach nur lästig. Wenn die dich angreifen, was soll ich denn sonst machen? Auf geht's. Wir haben... Und los geht's. Rook, zu mir. Nett Weihnacht aufspielen. Gut, das können wir hinkriegen. Ich werde dann mal nach oben gehen. Oben funktioniert das am besten. Unser Neuseeland-Korrespondent beschreibt die Kolonialstreitkräfte des Landes als völlig unfähig und schlecht. Hector! Jungs! So, dann gehen wir nach oben, weil da oben sehe ich sicher mehr. Oben funktioniert das sicher besser wie unten. So, wunderbar, Leute. So, jetzt sollen wir den Deppen da aufspüren. Das können wir schaffen. Scheiß Bullen überall, ey. Ist der da vorne oder wo soll der sein? Da ist er. Der ist verhaftet worden oder was? Ich soll ihn befreien. Ja gut, ich kann sie töten, aber ich muss sie nicht töten. Ja, aber wie soll ich die sonst befreien? Na gut, das machen wir mal. Machen wir mal so. Ich, vielleicht könnten meine Leute die töten. Ah, das ist jetzt ein bisschen. Schießt eine Salve! Ja, ja.
Ach, scheiß auf das. Wie kann ich den befreien? Alla, geh mal auf den Piss. Geh mal aus dem Piss. So, jetzt reicht's aber. Lass mich nicht verarschen. Das ist ja nur eine Nebenmission, sonst können wir da randalieren. Oh. Man muss diese Bullen hier loswerden. So, ich glaube, das mit keinem Bullen töten, das habe ich ein bisschen falsch verstanden, aber ist okay. Ein, zwei Bullen kann man ja umnähten, so 10, 20 Bullen, ich sag's mal anders. Na, aufgerannt ist. So ein bisschen halt, ne? Aber ich gegen 10, das geht auch, ey. Oh, das ist ein Bullenfestival hier, ha? Ich glaube, ich kann auch. Alter, da haben wir aufgeräumt. Wie kriege ich den Arsch jetzt hier raus? Hallo? Wie kann ich denn den befreien? Was zum Teufel ist da los? Kleine Planänderung. Das ist hier draußen los. Zu wohin? Fry? Verdammt nochmal. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich glaube, Sie meinten, vielen Dank, Frau Knastbruder. Ich arbeite strikt nach dem Grundsatz, dass andere in meiner Schuld stehen und nicht andersherum. Ich hasse es, mich revanchieren. Nein, die Frage ist nur, wo soll die hin? Befreien. Ich könnte sie auch hier lassen, damit die Bobby sie abholen. Nein, es ist zu spät. Bringen Sie uns hier weg. Na gut, hau mal ab. Bam! Bam! Es macht Spaß, mit den Kutschen hier zu fighten. Bam! Ich frage nur, wie weit soll ich da jetzt? Nicht so schnell. Oh, fuck. Wie kriege ich den da raus? Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Na, wie ist das? Ich weiß nicht, wie ich die da rauskrieg, Leute. Vielleicht muss ich die Kutsche kaputt machen. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal raus, befreien. Da gibt es einen Schlüssel oder irgend sowas. Oder aufschießen so. Nee. Nee. Ja, wie kriege ich denn die Scheiße raus, Mann? Bulle, komm, nerv mich nicht. Den habe ich abgeschlitzt. Boah, was ich für eine Machete habe. So, aber mein Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie die da rauskriege, Leute. Ich habe keine Ahnung. Muss ich die irgendwo hinbringen? Ich schaue mir auf die Karte. Ist da irgendwo ein grüner Punkt? Nee. Alter, das ist doch witzfrei. Wie soll ich denn die rauskriegen? Nee, das ist wieder so eine Kackmission, wo man nicht mal weiß, wohin. Ja, ich sehe nicht, wo ich hin...